So, hallihallo liebe Leute und einen wunderschönen guten Tag. Jetzt sechste Folge, da wo mein erster Versuch mit Iron Man of Classic sozusagen gescheitert ist. Ja, mal sehen, wie es vorangeht. Autopsie läuft gerade noch. Und wir bauen ein bisschen was. Sign Research. So, jetzt habe ich hier das Aim System, was ich bauen kann. Das ist so ein Verbrauchsgegenstand, wodurch auch meine nächsten Schüsse sehr genau sind. Wenn ich... wodurch meine nächsten Schüsse sehr genau sind, wenn ich das benutze, wenn ich ein UFO abschieße. Darum geht es mir gerade. So, ich mache das erstmal das Experimental Warfare. Ich appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Barracks, Officer Training School und Squad Size. Ich muss Sergeant, also noch eins höher. Okay, carry on. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich sollte vielleicht einen Satelliten bauen, weil der braucht ja 20 Tage. Und daher mache ich mal zumindest 2, 1. Einfach nur damit ich, falls ich mein großes oder größeres habe, es auch mit normalen Schiffen abschießen kann. Ein Powergenerator wird fertig. Ja, so sieht ein Powergenerator in einer Untergrundbasis aus. Build Facilities. 20 kostet mich sowas. Ich muss ja als nächstes ein Satellite Uplink bauen, deswegen. Um meine Einnahmen zu erhöhen. So, Assign Your Research. So, was habe ich das? Experimental Warfare. Ah, genau. Reaper Rounds available. Flashbang Grenade? Kenne ich alles nicht. Phoenix Cannon? Okay, kenne ich. Aber und die Foundry kenne ich auch. Experimental Ballistic Half Letters. Extra Damage to Effect Target, but the additional casing elements make it less accurate at long range. Okay, da kann ich jemanden mehr Schaden, aber weniger Genauigkeit auf lange Entfernung geben. Und geht nicht mit Pistolen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Verbrauchsgegenstand. Ja, Foundry, da kann ich Roboter bauen, logisch. Phoenix Cannon ist eine neue Waffe, so eine Schnellfeuer-Nahkampfwaffe mehr oder weniger für die Flieger. Da müssen wir erstmal nah ranfliegen. Aber dann machen sie halt extrem viel Schaden, ganz schnell. Flashbang Grenade. Grenades that weapon emits a different flashlight with a sound. Enemy that can see the blast will be disoriented, suffering severe penalties to aim and movement. Robotic, okay. Roboter und psionische Gegner sind immun, logisch. So. Brauche ich jetzt mal. Ich glaube, ich will erstmal meine nächste Armor. Oder Precision Lasers. Kann ich auch die Laser Cannon für meine Flieger bauen? Ich nehme mal das. Ja, ich mache ziemlich oft einfach nur das, sozusagen, was das ganz oben vorgeschlagen wird. Small Scout. Ah, das ist gelandet. Ich muss mal gucken überhaupt, dass ich genug Leute habe. Reaperman ist klar. Clear Unit, Clear Unit. Habe ich gar nicht. Muss ich doch mal ergänzen mit denen, die ich schon mal irgendwann freigeschaltet habe. Edit Unit Loadout. Damit. Edit Unit Loadout. Das. Moment, hat es nochmal. Edit Unit Loadout. Da habe ich jetzt, wie gesagt, nicht nur meine, aber ich erkenne ja, welche meine sind. Muss ja die Regel ein bisschen abschwächen, weil. Wobei, Moment mal. Edit Unit, Loadout, das machen wir wieder frei. Hier Unit. Und jetzt muss ich mal kurz was customisieren. Das hatte ich auch letztens dann angefangen schon reinzunehmen. So. Das auf jeden Fall. Machen wir mal so ein dunkles Braun. Sowas in der Richtung eher. So.
So. Was für eine Farbe geben wir ihr denn? Keine Ahnung, was sie für Farben mag. Was sie als passende Farbe empfinden würde. Gib mir so ein dunkles Lila, das passt, glaube ich, ganz gut. So. Aber trotzdem kriegst du den Arc Thrower. Irgendeiner muss ihn ja mitnehmen. Launch Mission. Weil gerade hier kann ich wieder dieses Vieh fangen. Muss ich dann zwar erstmal verletzen, aber ja. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich jetzt wieder total zermoscht werde, weil ich habe auch Gubby nicht dabei, der so mein genaues damit wäre. Hier ist irgendwo im Aus. Das muss wieder eine alte Stelle sein. Ja. Roger that, Big Sky. Strike one, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Current enemy status at the site is unknown. Ja, ich weiß nicht, wie viele Gegner es gibt. Das ist mir schon klar. Wie weit geht's denn hier noch? Wow, ist ein riesiger Bereich. Sieht so aus, dass da gelandet ist, aber ich weiß nicht, wo wir... Meld oder sowas ist. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, ich trottel. Oh nee, ich würde gerne neu anfangen wie die Runde. Direkt mal hier versuchen, irgendwie dies zu retten, was zu retten ist. So könnte ich zumindest sie ordentlich noch beschädigen. Versuche ich das mal. Zwei zerstört. Kriege ich den dritten auch noch tot? Mit dem Sniper jetzt. Jagen alles auf eine Karte, ja? Komm, 59. Oh, das sieht gut aus. Reaperman, perfekt, danke. Boah, Rettung, ey. Rettung. Meine Güte. Direkt erste Runde geht's hier aber. Puh. Puh. Okay, sogar direkt gefunden, was ich suche. Boah, ey, meine Fresse, das ging ja hier mal wirklich direkt Schlag auf Schlag. Die Rakete macht 6 Schaden, ich dachte, ich mach auch bloß 3. Das ist natürlich ganz schön nützlich. So mal 6 Schaden im Bereich. Ich hatte auch in der letzten Folge verdammt viel Glück, dass die Rakete zwar daneben ging, aber immer noch einen von den beiden erwischt hat zumindest, ey. Sonst hätte ich ziemlich ein Problem gehabt. Ziemliches Problem. So, geht's mal dahin. So, wo kommst du? Du kommst erstmal dahin. Oh Gott, die Stimme ist ja schrecklich, wie ich da gewählt habe. Den will ich jetzt eigentlich nicht so weit vordashen. Verstanden. Ich will jetzt dahin stellen. Ich hoffe, ich decke jetzt nichts, schon wieder irgendwas auf in der letzten Moment. Da bricht sogar Sachen zusammen. Ja, natürlich sind da gerade was Aliens. Da sind noch mehr im dann wahrscheinlich im Dingens drin. Gibt es jemanden, der bis hinkommt? Der kommt bis hin. Drücke aus! Ich kann ja oben auf das Ding drauf. Ja, nützt mir bloß nicht viel, weil ich nicht runterkomme so einfach, glaube ich. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Ist ja nur ein Small Scout, aber ist mir groß genug, sage ich mal so.
holen können. Sie. Direkt daneben. Stellen wir sie mal direkt daneben. Jetzt habe ich auch einen Floater schon das erste Mal gesehen. Kam auch kein Kommentar dazu? Oder habe ich ihn nicht das erste Mal gesehen? Ich dachte, das wäre das erste Mal in der Kampagne. Oh. Und direkt wieder zurück. Ne, wir gehen auf Entdeckung. Da kommen die Seeker. Jetzt ist es nämlich richtig ekelhaft. Gegner bekämpfen, während die Seeker mich erwischen können. Muss immer mindestens ein. Musst du einfach auf Overwatch haben. 65? What the fuck? Das ist mein Support. Komm, bitte, versuch's. Jawohl, einer tot. So, wie viel Treffergenauigkeit hast du? 59. Machen wir mal auf Overwatch. 55. Problem ist, mit dem Flankieren finde ich gerade gar nicht nett. Wir müssen mal dort bleiben. Begebe mich auf Position. 67. 2 von 3, komm. Jawohl. Schießt er oder? Ja, er fällt wirklich zurück. Okay, so eine 2 habe ich auf Overwatch. Aber einer macht maximal 2 Schaden. Das ist ein bisschen mein Problem. Genau das. Oh. Sehr gut, dass mein Overwatch einfach mal nicht funktioniert hat. Ach, weil sie wieder hier verkehrt rum oder funktioniert Overwatch nie? Ist euer Ernst? Ist das euer Ernst? Jetzt seht ihr mal, wie gesagt, das ist so, jetzt ist er festgehalten, jetzt muss ich nur runterschießen. Komm, 65. Jetzt ist er erstmal runtergeschossen. Versucht sich zu verziehen. Und er sieht's halt nicht. So, 61, komm, machen weg bitte. Ich kenne, dass das nochmal bei mir angetrappt kommt. Oh ne, Mist. So. Bist du mal hier hin, bitte? 50 ist Mitte. Lüdi, mach weg. Jawohl. Ich kenne Lust, dass das viele Gegner nochmal kommen. Jetzt habe ich wieder keinen einzigen auf Overwatch. Habe ich ein übelstes Problem, wenn jetzt noch das andere Vieh kommt. Okay, alles erstmal soweit safe. Das ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt erstmal eine Nachladerrunde. Den mache ich auf Overwatch. Die mache ich auch auf Overwatch und die darf auch nachladen. Wo steht die eigentlich? Ja, jetzt habe ich 2 Leute. Overwatch schon. 2 Schaden und trifft. Ah, schießt vorbei. Damit ist die auch gestrangelt. Das hat die andere Variante. Wie gesagt, neue Einheit. Die Leute festhält. Super, super nervig. 73, jetzt machen wir runter. Und direkt auch tot. Sehr gut. Verstanden, Commander. Zeit zu killen. Geh in Position. Alles wieder im grünen Bereich. So, jetzt habe ich jetzt 2 Leute, die 2 Schaden genommen haben. Die so balle, pralle. Und die haben immer super. Also, wenn wir uns runterschießen, indem wir uns der Runde haben, die extrem reduzierte Treffergenauigkeit. Also, das sind irgendwie Treffergenauigkeiten von 2% oder irgendein Kram. Also, weil die halt im Catching Breath Modus sind, also sozusagen Luft schnappen, also wieder nach Luft ringen, so rum. Geh in Position. That looks like the primary power source for the alien craft. Oh, da würde ich eigentlich zu schießen. Yes, as to the amount of power it would have to be generating to propel that ship. I'd watch your fire down there. Das stimmt, jetzt ist alles ganz. Sprich, ich könnte hier ordentlich was von dem Schiff auch erbeuten, wenn ich es nicht zerstöre.
Oh, der hat sich natürlich hinter dem blöden Powercore verschanzt. Oh. Dürfte eigentlich noch bis nicht so zu sehen sein. Wie gesagt, ich kann hier jetzt aufs Schiff und auf dem Schiff sozusagen rumlaufen, mich irgendwie in Position bringen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem versuchen soll, mit dem Flankieren. Wir können jetzt irgendwie hier hintergehen und von da sozusagen angreifen. Versuch das mal. Mit einem Heavy. Irgendwo muss nämlich auch dieses Vieh sein, was ich einfangen soll. Hoffentlich zerstören sie jetzt nicht den Powerkern. Peter hat sich verdrückt. Wenn die jetzt rangehen, ist es zu früh, würde ich sagen. So, du gehst nach Overwatch. Ich würde sagen, du gehst aber mal mit ihm mit am besten. Dass ich zwei Leute auf beiden Seiten habe. Nein, jetzt habe ich später Leute mit dem Lebens. Oh, das ist hin. Schade. Wie gesagt, meld war mir ja egal, das zweite. Das erste habe ich, das reicht. Weil eine Runde ist nicht machbar, wie ihr seht. So, die hat das ganze Einsammelzeugs. So. Irgendwo ist da noch ein Vieh unten. Begebe mich auf Position. Runterspringen kann ich auf jeden Fall. Und die beiden sollen eigentlich auch nochmal abwarten, weil ich bin nicht so an die scharf drauf, dass sie jetzt irgendwas auslösen und der Gegner schon auf die schießen kann, bevor meine anderen hinten angekommen sind. Das ist nach links gelaufen, was? So. Oh, da steht sogar direkt. Oh, fuck. Au. Au. Ah, da ist das Vieh, worauf sich gerade bezogen hat. Oh, Panik? Nee, keine Panik. Doch, Panik. Panik. 94, komm, mach weg. So, jetzt muss ich sie irgendwie da rankriegen an das Ding, ne? Ohne dass sie drauf geht im Idealfall. Hab ich irgendwie hier unter einer kompletten Deckung verstecken? Ne, bis dahin komme ich nicht. Kann ich nur so machen. Okay, der bleibt auf Overwatch stehen. Geh mal. Da löse ich den Overwatch auf jeden Fall aus. Komm. Also jetzt voll mit einer Absicht, den auszulösen. Ging vorbei. Sehr gut, ging vorbei. So, dann kann ich mich auch gleichzeitig hier noch heilen. Ich
nicht bewegen, das wird wieder. So. In Bewegung. Der macht nämlich bloß maximal 2 Schaden. Schade, ich komme nie bis hin. Du kriegst mal in die komplette Deckung dort in der Mitte. Müsste das auch eigentlich auch nie auf Overwatch gehen. Ich hoffe, dass der jetzt nichts so Heftiges abkriegt, dass er stirbt. Hürde Dürre. Wenn ich jetzt nicht auf Overwatch gehe, kann sich frei bewegen. Das will ich nicht. Wenn er sich jetzt bewegt, stirbt er. Höchstwahrscheinlich. Oder Omni. Da ist ja Omni viel bewegt. Oh, bitte nicht sterben. Nein. Oh, Entschuldigung, Chris. Das ist nie so meins. Ich kann jetzt aber töten damit, das ist mein Problem. So, ohne dashen. Und jetzt kann ich mal versuchen, das Ding zu fangen. 80%, komm. Jawoll! Aber habe halt Ende dafür verloren. Weil ich das Ding fangen wollte. So. Leider wieder einen verloren. Chris Ripperman. Nie so erfolgreich, wie ich das gern gehabt hätte. Is that all that's left of the specimen we attempted to capture? Yes. I believe we may have found the source of the strange readings we picked up when we first encountered it. What is it, Doctor? We're not exactly sure. It's organic in nature, yet highly magnetized, and it appears to resonate very faintly within a specific electromagnetic spectrum. It is currently unclear how or... Perhaps that's because this is outside your field of expertise, Doctor. If what you're saying is true, this object is an antenna, one that's receiving a signal. That signal? Can we trace it? No, at least not yet. We would first need to determine its encryption algorithm. My team can handle that. In that case, I will focus on constructing an interface between this object and our global communications array, which we'll need to trace the signal. Then it looks like researching this crystal should be our top priority. Ja, wir können jetzt mal gucken, was die Aliens denn so bei uns wollen. Lydia Ganzauge ist heavy geworden. Modisch, top modisch. Ja, Reaperman, es tut mir leid. Der Defender Metal ist noch unlocked. Komme ich erst, wenn jemand stirbt oder was? Outsider Shard, habe ich hier noch so. Outsider Shard, Seeker Wreck, UFO Flight Computer, Melt, Weapon Fragment. Den Seeker kann ich übrigens gar nicht betäuben, das ist mir schon aufgefallen. Plasma Rifle, Baracken. Higher Soldiers. U-Soldiers habe ich ja noch in Typen? Nö. Nö. Alles Herren der Schöpfung. Metals. Defender Metal, Assign Power. Zwei mehr HP, das ist glaube ich relativ wichtig später. Boah, das Paniken ist nicht so schlimm auf normal, von daher brauche ich es nicht unbedingt. Die Heavies sind glaube ich später das, was das meiste Leben hat, deswegen soll die auch am meisten wieder heilen können. Mir fehlen wirklich nur die Supports gerade, das ist schrecklich. Plus 5 Aim gegen Gegner in Full Cover. Der hat's schon. Kopiert das nochmal.
Dann trifft er noch besser. Schon sein zweiter Auszeichnung hier. What do we risk with our own investigations into the melding of human and machine? 100. Will we see a line in the sand and refuse to cross it? Or will we move forward, willing to sacrifice everything for the sake of total victory? I have to believe that is not our future. Provided that moralische Ansagen. Was wir denn mit unserer Zukunft machen, wenn wir die Technologie haben. The Council has been monitoring unusual reports about hijacked attempt on a French military convoy. Indicated aliens may also have been in the area. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann in Folge 7. Bis dann.